gesagt, ich bin die Neuredakteurin und ich werde heute eine Review über die Light Novel von Black Ballad machen. Ja, viel Spaß. Black Ballad spielt in naher Zukunft, im Jahr 2021, und es geht um eine, also es gibt da eine Epidemie, die die halbe Menschheit auslöscht, und das nennt sich Gastrea-Virus. Das Gastrea-Virus sorgt dafür, dass sich Menschen in Monster verwandeln und ja, dadurch sind die Menschen gezwungen, ihr Leben hinter Mauern zu verbringen, welche sie halt vor den Gastreern schützen. 10 Jahre später beschließen der Hauptprotagonist Rentaro und seine Freunde, dass sie halt ihr Leben in eigenen Händen nehmen möchten und nicht mehr nur hilflos hinter diesen Mauern, Monolithen nennen die sich, leben wollen, sondern dass sie halt auch kämpfen wollen, dafür zu überleben zu können. Die Hauptperson tritt halt einem privaten Sicherheitsdienst bei. Diese sorgen halt dafür, dass Tokio halt so ein sicherer Ort gemacht wird. Und unterstützt werden sie dabei von den verfluchten Kindern. Das sind nur Mädchen, die 10 bis 11 Jahre alt sind. Der Hauptprotagonist gehört der Tendo Civil Security an, der von seiner einen Freundin, Kisara Tendo, geführt wird. Und mit an seiner Seite kämpft das Mädchen Enjo Aihara. Sie gehört auch zu den verfluchten Kindern. Eines Tages bekommen sie eine geheime Mission von der Regierung, da ihre Heimatstadt Tokio kurz vor der Auslöschung steht. Und es ist nun deren Aufgabe, mit Hilfe von ein paar anderen Sicherheitsdiensten genau diese Pläne zu vereiteln. Es gibt relativ viele Charaktere, aber die Hauptcharaktere sind eben Rentaro und Enjo. Rentaro ist Oberschüler. Er geht auf die Magata-Oberschule, aber er ist halt hauptsächlich für den Sicherheitsdienst unterwegs, weshalb er eigentlich kaum in der Schule ist. Und naja, er ist ein Promoter, werden die genannt. Promoter sind eben die halt die Partner von den verfluchten Kindern sind, die unter anderem auch als Initiator bezeichnet werden. Ich weiß nicht, woher diese Begriffe kommen. Enjo ist einer halt ein der verfluchten Kinder, ist Rentaros Partnerin. Sie geht ganz normal auf die Grundschule, die Magata-Grundschule. Ist aber später nicht möglich. Ja, an der Stelle möchte ich nicht spoilern, das müsst ihr dann selber rausfinden, was danach mit ihr passiert. Beziehungsweise mit ihrer Schullaufbahn. Es gibt halt unter diesen verfluchten Kindern auch verschiedene Modelle. Sie gehört dem Modell Kaninchen an, das heißt, ihre Fähigkeiten sind halt, dass sie relativ schnell ist, dass sie eine relativ schnelle Wundheilung hat. Und ihr Aussehen erkennt man daran, an ihren auffälligen zwei langen Zöpfen, die sie hier hat, gehen ihr bis zu den Knien circa. Und sie hat halt rote Augen wie die anderen verfluchten Kinder, aber es gibt zwei Sorten. Es gibt einmal die Sorte, die es unterdrücken kann, wie sie. Und dann gibt es die, die einfach mit ihrem roten ganz normal, das stört nicht so, dann schwimmen es durch die Gegend. Aber die meisten verfluchten Kinder verstecken sich auch. Ansonsten, die Light Novel erscheint seit Mai 2015. Bisher gibt es 7 Bände hier in Deutschland. Es wird vom Tokyo Pop Verlag herausgegeben. Und in Japan gibt es bisher auch 7 Bände, wobei noch kein 8er angekündigt wurde. Aber ich glaube nicht, dass es keinen 8er mehr geben wird, weil das Ende von Band 7 ließ doch ziemlich darauf schließen, dass es noch mehr Bände geben wird. Der Schreibstil ist relativ seitenausfüllend. Also ich meine das im Sinne von, dass die Seiten halt nicht halb voll geschrieben sind und danach gar nichts mehr kommt. Und die Seiten sind immer relativ ausgefüllt, dann kommen noch so kleine Illustrationen, die man dann so nebenbei hat, so kleine Bildchen halt. Zum Beispiel von Rentaro und Enjo halt, oder halt Nebencharaktere. Mein Fazit ist, dass er relativ spannend ist. Also, wenn ihr halt so ein bisschen mehr auf Actionlastigeres steht, ist es relativ gut geeignet. Ich finde ihn relativ spannend, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Also, die Handlung ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich kann sagen, dass die Light Novel schon weitaus fortgeschrittener ist als der Anime selber. Also man könnte locker noch eine zweite Staffel draus machen.
aber das wird wahrscheinlich eher weniger passieren. Wir hoffen es natürlich alle sehr, aber dann würde es schon irgendwelche Meldungen geben. Ich glaube, der Anime kam irgendwann. Ich weiß nicht genau, wann das war, aber das müsste, glaube ich, irgendwie. Könnt ihr ja mal googeln. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen länger her, dass der Anime rauskam. Wir hoffen einfach das Beste. Bis zur nächsten Review. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr actionreich und wer so ein bisschen mehr auf Action und viele Charaktere und so steht, kann sich das auf jeden Fall mal antun. Also, es gibt sowohl ein Manga dazu, als auch eine Light Novel, als auch einen Anime. Also von daher, ihr habt da relativ viel Auswahl. Wenn ihr keine Lust habt, den Anime zu schauen, liest euch die Light Novel oder den Manga durch. Wenn ihr keinen Bock habt, euch durch die Light Novel oder durch den Manga zu arbeiten, könnt ihr euch ja den Anime anschauen. Aber ich sage auf jeden Fall, die Light Novel ist schon von der Hinsicht aus empfehlenswert, dass er halt weiter, viel, viel weiter geht als der Anime bisher.